Mittwoch, 27. Juni 2018, 17.53 Uhr. Schweden hat Mexiko 3:0 besiegt, aber nach Schlusspfiff gab es nur Grund zum Jubeln, beide Teams erreichen das Achtelfinale. Die Tore für Schweden erzielten Ludwig Augustinsson, 50. Minute, Andreas Granqvist, 62. Foul Elfmeter, und Hector Alvarez, 72. Eigentor. Schweden ist nun Gruppensieger. Beide Teams boten von Beginn an ein offenes Spiel, die Skandinavier erspielten sich aber die besseren Chancen. Emil Forsberg scheiterte zunächst per Freistoß an Torhüter Guillermo Ochoa, 5. Minute. Der Ex-Trainer Markus Berg ließ gleich drei gute Möglichkeiten liegen, 12., 31., 45. plus 2. Mexiko blieb mit seinen Abschlüssen meist an irgendeinem schwedischen Bein hängen. Nach einem Fehler im schwedischen Aufbauspiel kam der Ball zu Carlos Vela, der vom Strafraumrand knapp am Pfosten vorbeischoss, 17. Den größten Aufreger gab es nach gut einer halben Stunde, Mexikos Stürmer Chicharito war der Ball im eigenen Strafraum an den Arm gesprungen. Doch Schiedsrichter Nestor Pitana entschied nach Videobeweis auf Ecke, nicht auf Strafstoß. Schwedens Trainer Janne Andersson protestierte am Spielfeldrand. Kurz nach Wiederanpfiff fielen dann die Tore, nachdem Viktor Claesson einen Ball nicht aufs Tor bekam, landete der Ball bei Augustinsson. Der erzielte aus 5 Metern die Führung. Nur 12 Minuten später erhöhte Granqvist per Foul Elfmeter. Zuvor hatte Hector Moreno Schwedens Stürmer Berg zu Fall gebracht. Edson Alvarez Eigentor bedeutete den 3:0 Endstand. Mexiko, Schweden, 0:0, 0:1 Augustinsson, 50. 0:2 Granqvist, 62. Foul Elfmeter, 0:3 Alvarez, 74. Eigentor, Mexiko, Ochoa, Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo, Herrera, Guardado, Leon, Vela, Lozano, Chicharito Schweden, Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Larsson, 57. Sevensson, Ekdal, Claesson, Forsberg, Berg, Toivonen Schiedsrichter, Nestor Pitana, Argentinien, gelbe Karten, Gallardo, Moreno Larsson,